Grüß dich, lieber Carsten. Wie schön, dass du meinen Verrücktheiten immer so schön folgst. Ich habe dir was zugeschickt, was sicherlich für dich auch ein bisschen chaotisch war, aber aus dem Chaos bin ich sicher, schöpfen wir eine wunderbare Sendung. Bevor ich jetzt erzähle, was mich bewegt hat und wieso wir hier die Sendung machen, erstmal grüß dich, Carsten. Schön, dass du da bist. Hallo Katharina. Ja, es ist die letzte Sendung wahrscheinlich in diesem Jahr, ne? Du, Dann und wir werden jetzt haben einen Bogen schaffen. Das weiß ich jetzt schon, dass wir den schaffen werden. Wir erschaffen ihn. Den Bogen von unserer letzten Sendung Advent, bis hin zu diesen ganzen Sachen, die ich dir darüber irgendwie quasi vor die Füße geknallt habe. Das war so, ja, aus dem Phasenfeld, aus dieser Lücke da bei Leonardo, du weißt, bei Michelangelo. Kristallisation, etwas kristallisiert sich heraus, bis hin zu der Frage der Hinterfragung, Begriff Arbeit oder Schöpfen. Kurzum, es ging, und das ist so typisch, weißt du, ich knall dir da alles Mögliche rüber und dann erst merke ich langsam, ja, worum geht's denn hier eigentlich? Es geht um einen Prozess, und um ein individuelles Integral. Also sprich, jeder hat ein anderes Tempo, eine andere Art, wie er hinausgreift oder wie es in ihm hinausgreift, denn es ist ja ein Prozess, da sind wir mit unserem Willen vielleicht dabei, vielleicht müssen wir den Willen auch aufgeben, um in den Prozess, um uns da hinein zu begeben, um uns in diese berühmte Lücke hier hinein, um da die überbrücken zu können oder um das. Und da war ja dann der Begriff Phasengrenze, den ich von der Ingrid Rasselenberg übernommen hatte und sie hatte ihn wiederum aus der Physik. Und dann ist ein Herr bei der Volition auf mich zugekommen und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Begriff ist, der auch bei der Kristallisation verwendet wird. Nun habe ich gedacht, davon verstehe ich wenig, aber von diesen Prozessen, davon verstehe ich was. Und dann dachte ich, lass uns das doch, versuchen wir doch hier dein physikalisches und chemisches Wissen und deine Erfahrung in der Prozessarbeit mit meinen bescheidenen Erfahrungen und Erkenntnissen irgendwie so zu verbinden, dass der jetzt da draußen oder diejenige, oh Gott, die da draußen zuhören, nachvollziehen können, an welchem Punkt bin ich denn? Denn es geht nicht um entweder oder, entweder erwacht oder noch verschlafen oder wie auch immer, sondern es ist ein Prozess. Wir haben mal über das Spinnennetz gesprochen. Das erinnert mich daran, wie hier langsam etwas feinstofflich in einem scheinbaren Nichts, in einem Vakuum, eine Überbrückung passiert über zuerst ein Pulsieren, was das Leben ankündigt, dann eine ganz feinstoffliche Verwebung bis hin zum Rauskristallisieren einer Materie. So, jetzt habe ich hoffentlich das Thema gut eingeführt und jetzt ist nur die Frage, wo steigen wir ein? Wir können ja ganz stofflich anfangen. Der Kristall oder Kristallisation war übrigens Gegenstand des ersten Semesters. Ich habe ja Pharmazie studiert und da ist ja Chemie Grundlage. Also ohne Chemie bestehst du keine Pharmazie, das ist einfach so. Da gehören zwar noch alle anderen Naturwissenschaften dazu, aber die Chemie ist der Grundlagen, es ist die Basis für alles. Und Kristall hat mich auch. Ist mir auch begegnet beim ersten Gespräch mit Ulrich Jürgen Heinz, meinem Mentor. Das allererste, was er mich fragte, Herr Pötter, was wissen Sie über Alterung von Kristallen? Der hat mir gleich auf den Zahn gefühlt. Ja, der wollte wissen, kann der auch was? Oder sieht das nur so aus? Und dann konnte ich ihm ein bisschen was erzählen aus dem ersten Semester, was ich da noch wusste, das war schon eine Weile her. Dann habe ich so verblüfft mit meinen Kenntnissen, dass er. Die sind der Erste, der versteht, was Kristallalterung ist. Da dachte ich mir, das ist ja kein schlechter Anfang, weil der sucht einen Apotheker, der irgendwie alchemistische Rezepturen kochen wird für ihn, aus Körperstoffen. Und dazu braucht es ein universelles Wissen von Kristallen. Und zum ersten Semester. Kristalle waren für uns im ersten Semester ein ganz wichtiges Bindeglied, denn bei uns gab es sowas wie Kochgänge. Ein Kochgang ist sowas wie ein Analyseverfahren, um bestimmte Kationen und Anionen zu identifizieren. Und dabei spielte die Kristallisation eine ganz zentrale Rolle. Kleinen Exkurs, es gibt einen sogenannten Soda-Aufschluss. Wir kochten also eine unbekannte Lösung mit Inhalten, deren Inhaltsstoffe wir nachweisen mussten.
haben wir dann Soda da hineingepackt und haben das gekocht, das Ganze. Deswegen heißt das Ding Kochkurs. Erstes Semester mal Kochkurs. Ja? Und dann kochten wir dann diese Brühe mit Soda, also Natriumcarbonat. Und dann ging es darum, jetzt irgendwie Ionen nachzuweisen. Und der einfachste Weg war eine Fällungsreaktion. Fällungsreaktion heißt, wir versetzen jetzt dieses unbekannte Gemisch mit Soda gekocht mit einer Reihe von Reagenzien und zwingen die Lösungsinhalte dazu, sich kenntlich zu machen, indem sie Kristalle bildeten. Das heißt, wir haben nicht direkt, wir haben ja mal indirekt nachgewiesen, über einen bestimmten Parameter, den wir hinzufügen nach dem Soda-Aufschlussprozess, konnten wir an der Fällung feststellen, was es dann letzten Endes ist. Und hier kommen wir an einen ganz speziellen Punkt, den du vielleicht auch mit deiner Grafik, mit diesen beiden Fingern dann aufeinander treffen. Das ist die Grenzfläche. Kristalle organisieren sich immer und ausnahmslos an Grenzlinien. Es gibt in der Kristallisation zwei Begriffe, und zwar die des Bodensatzes und die der Lösung. Und dazwischen ist sozusagen die Grenzlinie. An der Grenzlinie passiert Folgendes. Es gehen in gesättigten Lösungen, passieren zwei Dinge. Das, was in Lösung geht, geht gleichzeitig wieder zurück. Man nennt das Fließgleichgewichte. In diesen Gleichgewichtsprozessen passiert ein dynamischer Ablauf, nämlich sobald etwas in Lösung geht, das heißt also, sobald sich Kristalle aufgrund der Kraft, der Energie, die durch das Lösungsmittel, in diesem Fall Wasser, entsteht, gehen auf der anderen Seite genauso viel Kristalle wieder zurück in Lösung. Also kristallisieren und rekristallisieren ist ein und dasselbe, chemisch gesehen. Und zwar bedient sich die Chemie der sogenannten klassischen Physik. Und zwar gibt es einen Begriff der Enthalpie. Enthalpie ist freie Energie, nicht im Sinne von Tesla freier Energie, sondern als einen Motor, der dir hilft. Warum reagiert überhaupt irgendetwas? Das war die Eingangsfrage, auch in der Chemie. Und die erste Frage, die wir beantworten mussten, war, wann reagiert etwas freiwillig und wann unter Zwang? Und jetzt kommt der springende Punkt. Freiwillige Reaktionen laufen immer dann ab, wenn die Endprodukte einen niedrigeren Energiegehalt haben als die Ausgangsprodukte. Moment, Moment, warte mal, nochmal wiederholen. Entschuldigung. Also, Reaktionen laufen immer dann freiwillig, wenn der Gesamtenergiegehalt der Endprodukte geringer ist als die Energiegehalte der Ausgangsprodukte. Also sprich, wenn es ein Gefälle gibt, quasi wie Richtig. wenn man bergab rollen lässt. Ganz genau. Womit wir übrigens beim Begriff der Arbeit sind, aber da kommen wir später Aber drauf. später. Genau. Ich will nur versuchen, das jetzt noch aus meiner Sichtweise oder Unbedingt. aus dem Blickwinkel des Chemikers, naturheilkundlichen oder dem chemischen Laien jetzt verständlich zu machen, worum es hier überhaupt geht. Da treffen immer zwei Begriffe aufeinander. Enthalpie oder Chaos und Ordnung. Ja, das ist das Gleichgewicht, was in allen organisierten, geschlossenen Systemen gilt. Das Bedürfnis in einem geschlossenen System ist immer ein Gleichgewicht zu finden zwischen möglichster Ordnung einerseits, gleichzeitig aber möglichst geringer Energie. Denn alles, was hohen Energiegehalt hat, sucht irgendwie nach Reaktanten, also nach Reaktionspartnern, um dem System Energie abzugeben, damit das Endprodukt letzten Endes weniger Energie enthält als die Ausgangsprodukte. Und das gilt es bei allen chemischen Reaktionen im Kopf zu behalten. Wenn man das Bild überträgt auf einen Schöpfungsprozess, dann lässt das nur eine These zu. Schöpfung gelingt immer dann ganz einfach, wenn das Geschöpfte weniger Energie enthält als deren Elemente. Also als deren Ausgangselemente,
die dann zu einem Gesamtkunstwerk oder zu einem Gesamtkonstrukt sich zusammenfinden. Ja? Und das lässt sich auf der physikalischen Ebene nur mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik erklären. Aber jetzt kommt der springende Punkt: Mit Ausnahme aller biologischen Systeme. Da streikt das Ganze nämlich. Wir müssen jetzt Folgendes tun. Wir haben jetzt einen Begriff aus der Chemie, Schrägstrich Physik, die normalerweise gelten für biologische, chemische, physikalische Systeme. Und jetzt versuchen wir, diese drei naturwissenschaftlichen Konzepte in das Naturkonzept zu integrieren. Und das gelingt nicht. Du erinnerst dich noch an an die Frage, die mich mein Professor in der ersten Klausur gefragt hat. Da fragte ich ihn, warum reagieren Dinge überhaupt? Was motiviert die Zelle, sich zu teilen? Da sagte er mir, das weiß ich nicht, das weiß keiner. Ja, weil das ist die einzig entscheidende Frage, die mich dazu gebracht hat, neben der Pharmazie Philosophie zu belegen, weil die Frage, warum überhaupt etwas passiert, kann dir in der Naturwissenschaft kein Mensch erklären. Okay, ich würde. Du kannst ja da, wie ich dich kenne, jederzeit Ja, weitermachen. ja, ja, Genau. Genau. Ich würde jetzt nur, bevor uns jetzt diejenigen abschalten, die glauben, oh, von Physik und Chemie habe ich keine Ahnung, Darum die will geht ich es ja nur nicht. gerne, genau, die will ich jetzt gerne mit ins Boot holen. weil wir reden ja über etwas, was letztendlich keiner wissen kann, weil wir reden von etwas, was einen Übergang bedeutet, den keiner von uns kennt, die Lücke. Das heißt also, wir können nur, ja, ich überlege gerade, nein, es ist nicht spekulieren. Es ist, wir haben uns vorgetastet und du hast es, glaube ich, auch beschrieben. Ich hatte das Bild auch, dieses, wenn man auf, ja, doch, das passt. Wir haben die Erde, nehmen wir an, wir als Menschheit, ja, so wie früher die Fische aus dem Meer raus sind, so haben wir als Menschheit oder zumindest die Vorkämpfer jetzt hier, die Vorhut, hat die Erde verlassen, aus dem Meer heraus ein paar Eisschollen gefunden, wo man irgendwie den Fuß draufstellen konnte, um sich irgendwie wieder einen Überblick zu verschaffen. Und wir sehen schon irgendwie das Land Terra Incognita in der weiten Ferne und haben vielleicht eine Ahnung von der Substanz, weil wir ja schon auf diesen Eisschollen irgendwie ein bisschen, nicht trittsicher sind, aber zumindest ein bisschen Fuß gefasst haben, nur als Bild. Und Ja. vielleicht, indem wir uns da hinauf, haben wir ein bisschen mehr Überblick. Vielleicht auch die Möwe da oben, die mit uns bei, wie bei der Arche Noah in Kontakt ist. Ich würde jetzt gerne das, was du alles jetzt erzählt hast, erstmal transferieren auf den Prozess, durch den jetzt der Einzelne da draußen durchgeht, damit wir uns da annähern können. Gehen wir mal in dem Fall von dem, deswegen habe ich immer Leonardo, obwohl es ja der andere hier ist ja der Michelangelo. Ja. Also wir reden jetzt von dem, wir reden von dem hier dazwischen. Wie Ja. kommt der Adam hin zu seinem Göttlichen? Da, wo wir alle jetzt gerade in den Seilen hängen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, den Mann von Leonardo, von Michelangelo, den Uomo Universalis, dann reicht er ja, indem er sich streckt. Und da bin ich übrigens von wegen Gedankenpolizei nicht dabei, wenn es heißt, wir dürfen das Wort spannend nicht verwenden, weil er ist aufgespannt. Er ist aufgespannt. Wenn er nicht gespannt wäre, wäre er nicht aufrecht, könnte er überhaupt nichts machen. Also er ist hier gespannt. So, und das ist die Grenze, die Sphäre. Und dann gibt es das berühmte Bild. Ich habe es jetzt wieder nicht, wer das ist mit F, irgendjemand, der da hier den Kopf raussteckt. Du weißt schon, dieses Gemälde, wo der den Kopf aus dem Firmament raussteckt. So, ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt hier grenzsprengende, wir erleben grenzsprengende Prozesse, die ich mit dem vergleichen würde, was du gerade geschildert hast. Nämlich aus dem festen Körper, aus der Verdichtung, aus der Schwerkraft, aus der irdischen Materie, aus der Kristallisation, aus der alten, kann man das sagen, alte Kristall, alter, der alte Körper, also der, ne, der ursprüngliche Körper, aus dem lösen wir uns langsam raus. Ne? Einerseits verflüssigt es sich, verdunstet, verflüssigt. Also das ist das, was du mit Dilution oder wie hast du es genannt, die Lösung, gell? Die Lösung aus dem festen, genau, die Lösung. Genau. So, und was wir dann natürlich jetzt, wenn wir die Grenzen sprengen, in jeder Hinsicht, kommen wir durch eine Phase, die ja bei den Astronauten gilt, dass irgendwie da bist du in diesem Loch, wo du keinen Kontakt hast, in diesem Niemandsland. Hier, das ist jetzt, bevor wir
neues Bewusstsein oder was auch immer uns dahinter erwarten mag, hier kommt das Göttliche, das wäre jetzt der hier, auf uns zu. Und hier strecken wir uns dem entgegen und dazwischen ist etwas, das wir überbrücken müssen. Und hier ist das, was wir jetzt mal Phasengrenze nennen, was wir nennen zwischen der Auflösung und bevor sich noch was rauskristallisieren kann, ne, ist erstmal ein scheinbares Nichts. Es ist natürlich nicht nichts, da wären wir jetzt wieder bei den, das habe ich oft genug, das muss ich jetzt nicht wieder, die 97%, ne, hier sind die 97%. Und hier natürlich haben wir sehr viele Impulse, das ist eh klar, aber darüber hatten wir genügend gemacht mit den ganzen Neuronen und so weiter, also dass hier ganz viel Leben ist in dem scheinbaren Nichts, in der schwarzen Materie, wie man das jetzt immer nennen will. So, und du hast jetzt gesprochen, einerseits darüber, wir wissen, dass da, wo die Fläche glatt ist, passieren weniger Prozesse als da, wo sie an Ecken und, also je eckiger und kantiger, umso mehr von diesen Phasengrenzen Pulsation passiert. Und was auch spannend ist, es passiert in der Disharmonie. Also diejenigen, die immer nach der Harmonie, ich meine nicht jetzt, also das ist jetzt nichts gegen den Michael, weil er macht tolle Arbeit mit seiner Harmonie, also so meine ich das nicht. Nur weil wir immer sofort die Harmonie herstellen wollen und ich habe mit Michael, habe ich, das weißt du wahrscheinlich auch, oder wir haben darüber gesprochen, wenn wir die Eins verlassen und das ist die Polarisation, also Polarität, immer sich zwischen zwei Polen, so kennen wir das Erdenleben, ne? Gut, ja. Und schlecht, Mann und Frau und so weiter. Ne? Alles immer nur zwischen zwei Polen. Und jetzt geht es darum, in das Dritte hinaufzugehen. Und das ist genau meiner Meinung nach der Kristallisationsprozess, über den du sprichst. Der aber, damit er überhaupt entstehen kann, gehen müssen wir, ich sage jetzt mal ausnahmsweise, müssen wir raus aus diesem Harmonie, aus dieser Harmonie, aus dieser Polarität, Raum raus aus dem biologischen, physikalischen Raumzeitgefüge, denn sonst bleiben wir ja immer hier. Und wenn wir hier bleiben, bleiben wir innerhalb, wo haben wir das manchmal, dann bleiben wir innerhalb dieser Grenze. Und hier kommen wir jetzt in einen Raum, der diese bekannte euklidische Geometrie irgendwie sprengt. Alles. Genau. Sie reden immer davon, dass es, ob es lebendig ist oder nicht, und sie sagen, es hat keine Membran, deswegen ist es nicht lebendig. Aber das bezieht sich ja alles auf die alte Biophysis, ne? Als Naturerlebnis. Aber wir wissen nicht, hier beginnt ja etwas, wo Natur und Geist sich zusammentut. Das heißt, wir haben noch gar keine Ahnung, was hier vielleicht möglich ist, ne? Welche Spezies wir, zu welcher Spezies wir, ich sage jetzt nicht mutieren, weil das ist so, sondern wir uns hinauf entwickeln, sagen wir es mal so, ja. Und das ist immer durch Dissymmetrie und durch Sprengung dieses Zeitraumkontinuums. Ich glaube, so erstmal, damit die Menschen verstehen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wir kommen von zwei Seiten. Du kommst jetzt quasi, Carsten, du erklärst es aus der Biophysis heraus, ne? Aus der Materie heraus, wie es sich hier herausschält. Und da oben ist das geistige Prinzip und hier ist, wo wir am Fliegenfänger hängen und wo sich keiner mehr auskennt. So, das wollte ich jetzt nur mal, warum wir überhaupt die Sendung machen, wollte ich jetzt nur mal, also wir reden von einer Stofftrennung, das muss man auch dazu sagen, dieser Stoff muss erstmal getrennt werden. Ne? Das ist ja eigentlich die Auflösung, ne? Damit sich etwas Neues herausbilden kann. Und bezeichnenderweise sagt man ja von Kristallen, dass sie wachsen und dass sie zum Wachsen sehr, sehr, sehr viel Zeit brauchen und sehr viel Geduld. Und da geht's. Genau, da kommen wir jetzt zu. Du kannst gerne wieder weitermachen. Ich wollte jetzt nur mal die abholen, die wie ich keine so großen. Ich erzähle und du malst. Bitte ein neues Papier. Ja, gerne. Du malst gerne. Sozusagen ein Becherglas auf. Ja, welchen Becher hättest du denn gern? Du, die Farbe ist mir wurscht. Ein Glas, okay. Ein Glas. Okay. Aha, ja, okay. So. Und jetzt malst du in der Mitte eine Grenze. Da? Ja, so. Okay, ja. So. Und jetzt malst du ganz unten auf den Boden, malst du Kristalle hinein. Dok, 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 dok. Da ist also die Festkörper. Oberhalb der Festkörper befindet sich eine Lösung und die ist gesättigt. Ganz wichtig. Ja? Das ist die Phasengrenze zwischen den Kristallen und der gesättigten Lösung.
Worüber wir jetzt gesprochen haben, ist der Mensch als geformtes Kristallisat, als Ausdruck einer bestimmten Energie. Wir sind so kristallisiert, weil die formgebenden Kräften uns dazu gezwungen haben oder wir uns selbst dazu gezwungen oder weil wir sie uns haben aufnötigen lassen. Ich sage das jetzt mal so ganz wertfrei. Ja, so. Da unten spielt die Musik. Warum spielt da die Musik? Denn auf der Kristallebene zeigt sich, warum sich etwas ausdrückt, wie es sich ausdrückt. In Lösung gehen heißt jetzt wie folgt. Du musst aus der Kristallebene nach oben. Das heißt, du musst die Kraft des Wassers nutzen, um das feste Raumgitterkonzept zu lösen. Das heißt, Anion, Kation, Anion, Kation hat ja eine feste Struktur im sichtbaren Kristall. Und dieses Wasser ist in der Lage, dazwischen zu wirken. Das heißt, die Verbindung Kation, Anion wird getrennt, auseinandergezogen und dazwischen lagert sich jetzt Wasser an. Darf ich dich da nur fragen, hat da schon die Temperatur eine Bedeutung? Weil wir reden ja hier von Schmelzprozessen, von Verdampfen und Lösen. Und Genau. das hat ja mit Temperatur auch zu tun, Genau. ne? Man nennt das Solvatationsenergie oder in diesem Fall, da es Wasser ist, Hydratationsenergie. Das ist die Kraft des Wassers. Ja, da ist übrigens diese Hand. Merkst du das da oben? Ich weiß, das habe ich schon immer bemerkt. Ich habe keine Ahnung, woher das Ich kommt. bin es nicht. Es ist Nein, in ich auch nicht. Und wir sind nicht live, also kann es auch niemand von. Also ich sage. Irgendjemand scheint da Zuspruch zu machen. Ist auch egal. Danke für den Zuspruch. Wir haben es erkannt. Also, die Kraft des Wassers ist die Ausgangsbedingung dafür, dass sich aus einem festen Gefüge ein gelöstes Gefüge bildet. Das geht nur mit Wasser in diesem Fall. Ja, weil Kristalle bilden sich nur in wässrigen Milieus. Und der Mensch besteht aus zu 60, Überwiegend über aus 60 Wasser. Prozent aus Ja, das Wasser, genau. heißt, übertragen heißt das, der Mensch ist nichts anderes als ein in einem gesättigten Fluidum befindliches, auskristallisiertes Geschöpf. Nochmal langsam. Der Mensch ist nichts anderes als ein aus einem gesättigten Kontinuum herausgelöstes, kristallisiertes Geschöpf. Ja, weil um uns herum befindet sich das große Nichts, zwar jetzt kein Wasser, sondern wir befinden uns in diesem 97-prozentigen Energiefluidum, was ich jetzt mal mit dem Wasser analog setzen möchte. Ja, bei einem Fisch wäre das einfach, aber wir müssen ja jetzt aus dem Lebewesen, wir müssen aus dem festen Physik-Chemie-Kontext müssen wir in die Biologie und zwar in das Lebendige hinein diffundieren, damit der Zuschauer jetzt die Idee bekommt, wovon quatschen die da jetzt gerade? Genau, da finde ich übrigens interessant, dass man auch von Kristallisationskeimen spricht, von Keimbildung, weil ich meine, wir kennen Keime ja nur in Bezug auf Krankheit. Und wäre übrigens ein revolutionärer Gedanke, dass vielleicht die Krankheit der Haupthinweis für diesen Übergang oder nur eine Das geht nur so. Übergangsstadium ist. Das geht Ja. nur so. Du brauchst immer einen Kristall, beziehungsweise einen Keim. Auch der Kristallkeim ist in der Kristallisation ein fester Begriff. Du brauchst nämlich, also jetzt kommen gerade so viele Gedanken bei mir hinein, das muss ich gut, dass ich ordne, damit jetzt hier keine Verwirrung gestiftet wird. Wir halten das mal so fest. Ja? Also der Bodensatz ist der Mensch oder alles sichtbar Lebendige. Alles sichtbar Lebendige ist der Bodensatz da unten. Und alles darüber ist sozusagen eine gesättigte Lösung, in der ungeordnete Energie darauf wartet, über die Grenzfläche mit diesem Bodensatz zu interagieren. Und vice versa. Bodensatz interagiert mit dem Unbestimmten darüber und das Unbestimmte darüber interagiert mit dem kristallinen, lebendigen Sein da unten. Das wäre sozusagen der Adam und das wäre der Christus. Ganz genau. So, und dazwischen gibt es Kräfte. Ja. Und diese Kräfte, die nenne ich jetzt mal, um auf die Physik zurückzukommen, das ist dann die freie Enthalpie, also die Fähigkeit, über Ordnung und Chaos ein Gleichgewicht zu stiften
Und über das Gleichgewicht zwischen hoher Energie und geringer Energie einen Ausgleich herzustellen. Das sind die Haupttriebfedern in der klassischen Physik, die wiederum gleich mit Ausnahme in der Biologie nicht gelten können, da die Thermodynamik in der Biologie nicht gilt. Das ist ganz schwer, das Darf ist ich ganz da schwer. ganz kurz rein, weil der Walter Russell hat auch, der hat gesagt, dass dieser berühmte zweite Thermo, Hauptsatz der Thermodynamik. genau, dass der für ihn nicht gilt. Stimmt, Und ja. genau, da darf ich nur dazu sagen, weil wir reden immer von Dichte, weil wir von der Gravitation reden. Aber du hast ja vorher gesprochen darüber, dass das zwei verschiedene Gewichte haben muss. Ja. Aber da, wo mehr Energie ist, ist weniger Dichte. Der dichte Körper ist Don. gestern, sage ich jetzt mal, dass der Adam, den wir jetzt zurücklassen, ne, das ist dieser klobige Klotz hier, den lassen wir nicht zurück, indem wir sterben, sondern es ist nur, es findet ein Übergang statt. Ja. Und dann haben wir energetisch kristallisierte Energie, die weniger schwer ist, die viel, viel leichter ist, aber in der Dichte trotzdem in sich ein höheres spezifisches Gewicht hat. Ich sage es jetzt einfach mal ganz unchemisch, einfach nur Ja. vom. Ich glaube, wir wissen alle, wenn ich das mal auf die Menschen übertragen darf, es kommt einer rein und poltert so rein, wie in so einen Holzfäller, ne, so. Oder es kommt einer rein und hat eine sehr große Klarheit und vermittelt dadurch eine Überzeugung aufgrund von einer Klarheit. Das ist viel weniger schwer, aber viel überzeugender. Und nur damit wir wissen, dass das höhere energetische ist hierarchisch höher gestellt. Also, weil du vorher gesagt hast, ne, das eine ist schwerer Ja. und es geht immer hin zum, oder es geht zum Leichten hin. Irgendwie, wenn ich das noch aufgreifen darf. Aber ich will wieder an dich zurückgeben. Ich hoffe, ich habe dich nicht durcheinander Jetzt baue ich mal den Nebenpfad zum gebracht. Kristallkeim auf. Alle kennen den Versuch, den haben wir in der Schule mal gemacht oder als Jugendliche. Wie können wir Kristalle züchten? Also klassisches Beispiel, Kochsalz, ja, aber Kochsalz ist nicht so spektakulär. Ich hatte mir von unserem Nachbarn, der war Apotheker, Kupfersulfat besorgt, also Blaukristalle. Ja? Und dieses Kupfersulfat habe ich in Wasser gelöst. Wir hatten eine Gastwirtschaft zu Hause. Das heißt, ich konnte mich mit Bierdeckeln versorgen. Und meine Mutter gab mir einen Zwirn. Und ich habe dann durch diesen Untersetzer, also durch den Bierdeckel, habe ich ein Loch gebohrt. Habe dann sozusagen einen Zwirn abgeschnitten, so lange, bis er in diese gesättigte Lösung hineinragt. Nicht in den Bodensatz, in die gesättigte Lösung. So. Und an diesem untersten Punkt dieses Zwirns passiert Folgendes. In der Grenzfläche zwischen Kristall und gesättigter Lösung passiert alles gleichzeitig. Das, was in Lösung geht, auf der einen Seite kristallisiert sich auf der anderen Seite wieder aus. Immer eins zu eins. Das kannst du nicht sehen. Das kannst du im Prinzip nur wahrnehmen. So. Dieses System ruht unendlich, bis du es störst. Und der Faden ist die Störung. Jetzt kommt der springende Punkt. Was passiert am Faden? Am Fadenende, weil du weißt, der Zwirn ist viskos und hat also eine gewisse Fähigkeit, sich voll zu saugen. Und an der Spitze dieses Fadens saugt sich ein minimaler Anteil der gesättigten Lösung. Das heißt, es gibt einen Zwang in diesem System, in dem sich in dem Moment, wo der Faden sozusagen sich vollsaugt, entsteht der Keim. Das ist noch kein Kristall, das ist nur der Keim. Also die Anmutung eines Kristalls noch nicht manifestiert, nicht mal angedeutet, aber schon als raumgebender Prozess da. Ja? Der entnimmt nämlich aus dieser Krist der entnimmt sozusagen energetisch aus diesem gesättigten System die Idee eines Kristalls und klaut sie dem. Ja? Jetzt käme sozusagen der Bodensatz dazu, diese Lücke zu füllen. Warum? Weil oben ist etwas weniger. Jetzt könnte ja was nach oben gehen. Es passiert nicht. Es passiert Folgendes. Am Ende dieses Fadens baut sich diese Idee auf. Und aus dem Keim wird ein Raum. Und dieser Raum ist der Ereignisraum der Kristallisation aus der Idee des Keimes. Kannst du mir soweit folgen?
Ja, eigentlich aus einer Störung heraus Ja, entsteht richtig. eine neue Sphäre. Richtig. In dieser Sphäre, die wäre dazwischen, zwischen den beiden. Exakt. Und in dieser Sphäre kann sich etwas Neues langsam herausbilden. Genau. So gesehen aus einem Keim. Ein Keim gilt ja auch als Störung, ne? Als Störung, richtig, genau. Es ist das gleiche, oder es ist das gleiche Momentum, weil es der gleiche Vektor ist. Der Vektor zwingt ein System in eine Richtung. So wie Michaels ziehen. Ja, genau. Na, es zieht dich in eine bestimmte Richtung, weil durch den formgebenden Prozess des Keimes wird dir bereits am Endergebnis der Kristall simuliert. Er ist noch nicht da. Wir reden also die ganze Zeit, nur, du merkst ja, was ich zu Ja, sagen ja, ja, habe. ja. Wir reden immer zwischen diesen beiden Zuständen. Genau. Das ist jetzt dieses Glas, wo wir uns Ja, befinden. genau. Hier in diesem Raum befinden wir uns. Und das eine ist die Gravitation, das ist das Gesättigte, das Schwere, das nach unten zieht sozusagen. Und Genau. hier ist eine Sogwirkung so gesehen. Der Ganz Vektor ist genau. wie eine Sogwirkung. Und Ja. Richtig. die beiden kommen in einem Zwischenraum. Jetzt wären wir wieder beim Ja. Zwischenraum, richtig? Hier Ganz ist der genau. Zwischenraum, die Sphäre, von der du gerade, Ja. der Zwischenraum. Und Okay. dieser Zwischenraum schafft den Ereignisraum für die Konstruktion oder für die Schöpfung des ersten neuen Kristalls aus der gesättigten Lösung. Ich habe diesen Begriff Translationssymmetrie gelesen, Hat damit zu tun. oder Fernordnung, weil Ja. das ist quasi, wenn aus dem Sog hier etwas Neues entsteht, oder? Ja, genau. Aha, also irgendwie aus der geistigen Ja. Sphäre. Es gibt ein anderes Beispiel. Was ist das hier? Was ist das? Eine Kerze? Nein. Was passiert hier oben? Was ist das wirklich? Ich kann sie. Also, das ist eine Kerze. Ah, okay, ich kann es nicht erkennen. Okay. Aha, ja, eine Was Kerze. passiert hier oben, wenn du diese Ein Kerze Docht. anzündest? Dann wird es erhitzt. Und was passiert beim Erhitzen des Dochtes? Es verändert sich das, was drunter ist, verändert seine Konstanz, seine Genau. materielle. Jetzt kommt die spannende Frage. Was passiert beim Brennen? Was passiert beim Brennen? Der Docht wird aktiviert. Er ist vorher passiv da, aber er ist noch nicht aktiviert. Solange wir das Zündholz nicht dran halten, dann wird er erhitzt, der Was Docht. passiert nach der Erhitzung? Erlösung. Abgebung von Wärme und Und dann dadurch. schmilzt dann, das ist ja kein Wachs mehr, das ist ja Stearat. Und der Docht erhitzt sozusagen seine Umgebung, das geht ja bis hier runter. Und diese Schmelze gibt sozusagen den Übergang von Aggregatzustand fest auf Aggregatzustand flüssig. Und Aggregatzustand gasförmig. Das, was hier wirklich brennt, ist Ist der das aus. Das, was hier wirklich brennt, ist der aus dem Docht ausströmende Gas. genau, Das wissen ja. die wenigsten. Also es brennt nicht der Docht, nein, es brennt das sublimierte Stearat. Das brennt. Ja, so. Und genau das Gleiche passiert an der Grenzfläche zwischen dem Festen da unten und der gesättigten Lösung darüber. Das passiert genau hier, an dieser Stelle, wo das Gas aus dem Docht ausströmt, sich entflammt, entzündet. Da bist du auch wieder bei der Keimtheorie. Ja, also du siehst, egal mit welchen Begriffen du dich hier diesem Prozess näherst, du kommst immer auf dieselbe Begrifflichkeit. Ist ja auch ganz logisch, weil sie analog dasselbe beschreiben. Ja. Was hat es da mit diesem Amorph, Xenomorph und Idiomorph, also diese verschiedenen Beschreibungen, Amorph, also weil es Formlos. gibt. Das ist formlos. Das Formlose ist ein Aggregatzustand, der unbestimmt ist. Sobald etwas sozusagen in Form geht, gibt es eine formgebende Kraft. Diese formgebende Kraft setzt die äußeren Parameter, innerhalb der sich sozusagen eine Energie ausdrückt, ausbildet, entfaltet, und zwar an seiner Formgrenze. Die steht von vornherein fest. Wenn du dir über das Wesen des Kristalls Gedanken machst, steht von vornherein fest, welches Endprodukt entsteht. Und zwar einfach dadurch, indem du dich mit dem Wesen des Kristalls beschäftigst.
Eine Kupfersulfatlösung wird sich immer gleichmäßig organisieren. Geht gar nicht anders, weil ihre Raumkoordinaten vorbestimmte Determinanten haben. Nimmst du aber Kochsalz oder nimmst du Bariumchlorid, hat das eine völlig andere Struktur. Jetzt bist du im Bereich der euklidischen Geometrie. Diese verschiedenen Raumgitter, ich nenne sie jetzt mal so, gehorchen bestimmten Gesetzen, die ihren Ausprägungscharakter entsprechen. Und dieser Ausprägungscharakter hat was mit den Formen, Strukturen zu tun, die ihre äußere Begrenzung, damit bist du dann in der Grenzfläche, determinieren. Das heißt, es steht von vornherein fest, wohin du dich ausbildest. Über das Wesen des Kristalls. Darf ich das wieder auf unser Ding übertragen, nur damit wir wieder, wo sind meine ganzen Zeichnungen hin? Wenn ich das jetzt wieder mit dem drei Dingern vergleichen darf, warte, ich glaube, ich muss es neu machen, dann ist das, was wir kennen, ist die Polarität. Also das ist die Gravitation mit ihren zwei Ausprägungen immer, ne? Also immer ein Plus und ein Minus. Elektron oder wie auch immer. Also immer hier zwei Pole, die gemeinsam, also das ist im Grunde genommen die Materie, ne? Ja. Also der zweidimensionale Raum, so gesehen. Und Kristallisation heißt ja immer, dass du dich in einen dritten Raum begibst. Also das ist ja dann dreidimensional. Und das, wovon du hier oben sprichst, also, oder warte mal, hier unten haben wir eine idiomorphe Grenze. Das heißt, also das ist das aus dem Wesen selbst gebildet. Und hier oben, das deswegen xenomorph, weil es eine fremde, also wenn hier wäre die, das wäre eine fremde Grenze, die wir noch nicht kennen. Richtig. Die kennen wir. Ja. Das heißt, das ist jetzt die Umsetzung von diesem Bild. Das ist, was wir kennen, der Adam mit seinen zwei Armen, zwei Füßen, zwei Gehirnhälften, der zweigeteilte. Und hier ist das Neue, was wir noch nicht kennen. Aber du sagst quasi, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das muss, damit sich das rauskristallisiert, schon klar sein, wo es hingeht. Das heißt, dessen Wirkkraft ist schon die ganze Zeit explizit. Es ist schon definiert, nur wir wissen es noch nicht. Wir sind noch so doof vielleicht und solange wir hier drinnen noch uns bewegen, hin und her und hin und her, checken wir das noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall bereits vorhanden, ne? Die Form ist inhärent. Erklär das mal. Was heißt das? Was meinst du damit? Die Form ist inhärent, das heißt, das sich in sich selbst Abbildende ist von vornherein klar. Das Göttliche, der Christus, ja, was wir letztes Mal hatten. Aber kein Kristall gleich dem anderen. Hier kommen wir zum springenden Punkt. Hier kommt nämlich das, was der Michel immer herauskristallisiert. Wo ist das Eigentliche? Wo ist die Spezifität? Wo ist sozusagen das Charakteristikum, was dich von mir unterscheidet? Die Einzigartigkeit. Ja, so. Und die ist damit zu begründen, dass zwar das formbildende Element gleich ist, was aber nicht vorherbestimmbar ist, ist, wie sich dieser Vektor im Raum organisiert. Ausformung. Die ist abhängig von den Grenzen, die du dir entweder selbst setzt oder die dir von außen gesetzt werden. Was wir jetzt gerade erleben, ist eine Ausformung in einen Raum, der unbestimmt ist. Das gilt für jeden, der hier mit diesen zwei Beinchen auf diesem Globus, falls es eine Kugel ist, herumtapert. Ja? Das heißt, jeder hat nicht nur die Wahl, sondern jeder hat die Verpflichtung, qua seiner, wie nenne ich das jetzt mal, qua seiner göttlichen Instanz in ihm, sich zu bekennen, wie hättest du es denn gerne? Wo willst du denn hin? Oder wie heißt das schön, wie hältst du es mit der Wahrheit? Das ist auch eine Form von Bekenntnis. Ja? Ich möchte jetzt von dir wissen, was du weißt, und ich möchte von dir, dass du davon, was du weißt, Bekenntnis ablegst. Jeder hat eine Idee. Jeder hat eine Form von Vorstellung, wie was Welt ist. Der eine mehr, der andere weniger, wie auch immer. Aber jeder hat diese innere Kohärenz, von der ich gerade sprach, hat er in sich abgebildet. Ob ihm das bewusst ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber jeder hat das. Jeder Mensch hat diese innere Kohärenz, von der er weiß, sie ist, aber er ist sich dessen nicht bewusst. Nur, es sind nur ganz, ganz wenige Menschen, die sich dessen bewusst sind und die ihrer Auskristallisation Form geben können. Das sind nur Menschen, die in der Lage sind, Formen zu wandeln. Jetzt können wir noch einen Nebenweg aufmachen, was sind Formwandler.
dann bist du sehr schnell bei den Reptiloiden, aber da will ich jetzt nicht hin. Ich möchte, dass der Mensch selbst als geschöpftes Wesen aus Selbstschöpfung heraus in der Lage ist, seinem eigenen Vektor eine neue Richtung zu geben. Und dann letztendlich zur Entscheidung, wo willst denn du hin mit deinem Korpus, mit deinem dreidimensionalen Wesen? Aber jetzt muss ich doch nochmal unsere alte Ding nochmal bemühen, weil sonst wird das nicht klar, dass es nichts, also, weil die Frage ist, es etwas, was aus, du redest ja jetzt quasi, es ist in uns bereits inhärent. Alles. Genau, und das, jetzt sind wir wieder, ich muss leider das alte Ding nochmal hier herbei, damit klar ist. Also hier haben wir ja, das haben wir ja alles zu Genüge schon abgehandelt, aber nur damit wir nochmal erinnern können. Die 3% hier, das ist dieses Cluster an Atomen, sage ich jetzt mal, was Ausgangspunkt ist für unsere Kristallisation. Das war das Glas, ne? Unten die Ja. Kristalle, das sind diese 3% davon. So, wenn sich jetzt natürlich der Mensch nur 100% quasi mit dem hier identifiziert und sagt, okay, ich bin nur eine Mischung, also eine Polarisation aus männlich und weiblich, aus linker und rechter Gehirnhälfte und so weiter, bewegt er sich innerhalb dieser 3% atomarer Identifikation. Wir wissen ja, das haben wir am Anfang gesagt, dass diese Kristallbildung sich besonders an Ecken und Kanten, also heraus, also die braucht, also die glatte Fläche, sagen wir es mal so, die glatte Fläche ist nicht förderlich für die Kristallisation, kann man so sagen. Richtig. Genau, das heißt also, wenn der hier in seinem Weltbild, das du ja auch gerade genannt hast, und in seinem Selbstbild hundertprozentig eingekesselt ist, wird er keine Kristallisation erleben. Und der andere Teil, das wovon du geredet hast, der zieht, der Vektor, der zieht, ne? Das wäre jetzt hier der Teil. Ja. Der ist in den 97%, und darüber haben wir ja viele Sendungen gemacht, von wegen, wie hier das nicht tot ist, sondern hier pulsiert es voller Neuronen, voller schwarzer Löcher und wie auch immer, die in sich wieder beseelt und belichtet sind. Also hier ist das Universum in uns. Ja. Das, wovon du jetzt sprichst, sind quasi diese 97%, die potenziell da sind, aber die nicht alle gleichermaßen in die Ausformung kommen. So gesehen reden wir eigentlich, Carsten, davon, dass sich diese Grenzen, da wären wir jetzt bei dem Bild, das wäre jetzt die Grenzsprengung, dass Ja. sich diese Grenzen hier entweder aufweichen, schmelzen, gesprengt werden oder wie auch immer und dadurch die Kristallisation. Also, dass dieses Spektrum erhöht wird. So ist genau, das Mittelding zwischen flüssig und fest, weil bei der Kerze ist ja auch ein Teil ist ja noch, der wird später wieder fest, wenn die Hitze wieder abnimmt, aber dazwischen ist es mal so flüssig. Genau. Haben wir das jetzt hoffentlich so Das erklärt, haben dass wir recht klar auf den Punkt gebracht. Ja, so. Jetzt, wie kommen wir jetzt vom Kristall zum Geist? Ja. Steile These: Geist und Kristall sind zwei Seiten derselben Medaille. Ja, warte, da wären wir jetzt wieder bei dem hier. Also, das ist eigentlich wie bei der Kerze. Der Richtig, genau. Geist ist hier drin und die Und umgekehrt. Materie ist auch hier, das ist Systase, ne? Beides Genau, ist genau. irgendwie im anderen vorhanden. Es muss beides das gleiche sein, weil es aus demselben stammt. Es gibt nichts außer demselben. Alles ist dasselbe, nur eben und individuell unterschiedlich einzigartig kristallisiert. Ja? Und das, was wir Kristallisat nennen oder gleichsetzen mit dem geronnenen energetischen Körper, wir sind ja geronnene Energie, wir haben uns dazu. Oder wir haben uns auserkoren, uns so zu kristallisieren, wie wir uns bilden. Wir haben diese Ausformung selbst gewählt, so wie eine Gazelle ihre Ausformung selbst wählt, so wie eine Brennnessel ihre Ausformung selbst wählt, wählt sich jeder Mensch seine Ausformung selbst. Genau, das ist Aufgrund ein des, Ordnungsprinzip, was auf genau. niederer Ebene eben hier so fest ist und auf Genau. einer höheren Ebene ist es flüssig oder, ja, oder gasförmig oder wie auch immer. Genau. So. Und jetzt geht es darum zu erkennen, wenn wir sagen, schon seit 2 Jahren, wir befinden uns in einer Übergangsphase, dann kann das nur bedeuten, wir sind auf dem Weg in die Grenzphase. Genau. Und die Grenzphase ist stets unbestimmt. Und es liegt an jedem Einzelnen, sich zu bestimmen, wie er es dann gerne hätte. Wo will er denn hin? Ja? Aus dem Unbestimmten etwas Bestimmtes zu machen, setzt voraus, dass ich einen Impetus habe für mich und meinen Weg.
Das heißt, indem ich meiner Ausformung einen Vektor gebe, der mir zeigt, da geht's jetzt lang. Und da kristallisiert sich mein Geist in mir und gibt mir die Idee einer neuen Ausformung. Die einen nennen das Hochsteigen in die Dimension 5, die anderen nennen das esoterisches Gequark XY, wie auch immer. Es ist mir scheißegal, wie wir das Ding jetzt benennen. Ja? Es ist das Hinbewegen in eine Übergangsphase, in der alles unbestimmt ist, in dem jeder Einzelne gezwungen ist, sich zu entscheiden, wie hättest du es denn jetzt gerne? Das ist die Heldenreise, auf die sich jetzt jeder Einzelne, ob ihm das klar ist oder nicht, begeben hat. Genau. Und die Minerale sind ja immer symmetrisch und Organismen und sind hingegen asymmetrisch. Und dieser Kristallisationsprozess entsteht auch nur durch Asymmetrie, ne? Es Ja. muss etwas in Bewegung kommen. Solange es in einer Harmonie ewig bleibt, Passiert nichts. genau, passiert Also, nichts. man Das kann ist richtig. sagen, Harmonie ist tödlich. Ist ja logisch. Harmonikale Wellen sind immer tödlich, weil sie durch nichts gestört werden. Ich Genau, finde die jetzt komisch. Störung, haben wir ja schon gesagt, ist notwendig für die Keimbildung. Das ist so. Also, wir können jetzt das Paradoxon vielleicht ein bisschen auf die Spitze treiben. Wenn jemand Harmonie anstrebt, strebt er den Tod an. Alle harmonikalen Wellen sind tödlich, weil sie nichts mehr hinzulernen. Sie haben ihre Endfassung erreicht und wellen so lange, bis sich ihre Amplituden gegen Null entwickeln und dann sich gegenseitig auslöschen. Das ist das, was wir auf dem EKG dann sehen. Wenn dann nichts mehr, wenn keine Aktivität nach oben und nach unten erkennbar ist, dann ist Stillstand. Stillstand ist das Ergebnis von harmonikaler Struktur. Lebendigkeit ist das Gegenteil von harmonikaler Struktur. Das heißt, wir brauchen immer einen kleinen Bodensatz als Störung, der uns erstens erinnert, dass wir lebendig sind und zweitens die Gewissheit assoziiert, dass wir tätig werden sollten. Vielleicht nehmen wir das als Brücke jetzt zur Arbeit und zur Energie. Ja, das ist jetzt ein schöner Übergang. Du weißt, Arbeit ist physikalisch Weg mal Zeit oder Kraft mal Zeit oder Kraft mal Weg, hast du gesagt. Kraft mal Weg, genau. Kraft mal Weg. Arbeit, wenn wir uns das philosophisch anschauen, ist immer mit Aufwand, Energie, mit Energie auf jeden Energie Fall. und mit Anstrengung verknüpft. Also, wenn Menschen arbeiten, machen sie etwas unter Zwang. Ein Mensch, der schöpft, macht nichts aus Zwang. Ein Mensch, der schöpft, bedient sich seiner inhärenten Kraft, nutzt sie und gibt sich einer Strömung hin. Das heißt, er macht nichts anderes, als sich dem Fluss des eigenen Lebendigseins hingeben, dann bedarf es nämlich keiner Energie. Er ist nämlich dann diese Energie und fungiert dann lediglich als Durchlauferhitzer. Er ist dann der Kanal, der sich bereit hält oder sich zur Verfügung stellt, um einem göttlichen Funken, einer Idee, einem Impetus von außen, wo immer der herkommt, hinzugeben, um diesem Funken Raum zu geben, der sich nach seinem eigenen Vermögen entfaltet, ohne Begrenzung. Und das geht immer leicht. Sobald etwas schwer ist, arbeitet es meistens schwer, weil du machst es nicht von dir heraus, du machst es, weil andere dir aufnötigen, du machst das jetzt. Das ist Arbeit, während Schöpfung mit Hingabe zu tun hat. Hingabe ist immer leicht, weil du und dein Prozess sind ein und dasselbe. Wenn aber du und dein Prozess zwei verschiedene Dinge sind, entsteht immer Reiberei. Menschen reiben sich mit Arbeit auf, damit ist alles gesagt. Menschen hingegen, die schöpfen, reiben sich nicht auf, sondern wachsen. In Bezug auf den Menschen gebe ich dir vollkommen recht. Das ist das, was Aristoteles nannte. Also hier sind wir ja beim biologischen Menschen. Und der biologische Mensch kämpft immer, weil er ja zwischen diesen beiden Polen immer hin und her im Konflikt und permanent. Und das ist einfach
Ausdruck von einem Konflikt ist schon mal etwas, was arbeitsintensiv ist, was Ja. gegen einen permanenten Widerstand geht. In die alten Griechen, also wenn wir jetzt von Aristoteles ausgehen, die nannten das ja Vita Activa, das tätige Leben. Das haben halt die gemacht, die halt praktische Arbeit gemacht haben, ne? Also der Mensch. Wohingegen sie der Meinung waren, ja, die Vita Contemplativa, also das betrachtende Leben, das ist sozusagen, und darüber reden wir ja auch, Voraussetzung, damit dich hier die Muse küsst oder Christus Ja, oder genau. wie auch immer. Genau, ich will nur noch dazu sagen, dass ich die Frage, also Hannah Arendt hat unterschieden zwischen Arbeiten, das ist für sie etwas herstellen, auch in der Landwirtschaft, Hand mit der Hand arbeiten, was ja auch etwas Befriedigendes sein kann, ein Töpfer der, oder ein Bauer oder etwas formen, etwas arbeiten, wohingegen sie den Industrieprozess, die Herstellungsprozess, das hat sie mit Arbeiten nicht gemeint. Sie hat das sehr stark unterschieden. Das eine ist ein dem Menschen entfremdeter Prozess. Aber was ich noch, Carsten, worauf ich hinaus will, es arbeitet. Das ist im Prinzip etwas, da arbeitet es. Und das haben wir auch zum Beispiel beim, was weiß ich, beim Joghurt, ja. Wir haben ja gesagt, es braucht Geduld, Kontemplation und Ruhe. Und das ist sowohl in der Landwirtschaft der Fall, als auch wenn du einen Joghurt ansetzt und so weiter. Du setzt ihn an, der Keim ist da und dann arbeitet es. Das ist ein Prozess, der braucht schon auch Energie. Und vor allem braucht er Zeit. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir es tun müssen. Die Natur an sich arbeitet. In der Erde arbeitet es. Verstehst du? Das ist für mich, den Begriff Arbeiten sehe ich nicht so negativ. Ich wurde vor kurzem darauf hingewiesen, dass ich ihn nicht mehr verwenden soll. Wir verwenden diesen Begriff nicht mehr, hieß es. Und ich merke, ich rede gerne von meiner Arbeit. Und zwar deswegen, weil es immer noch hier darum geht, die Voraussetzung zu schaffen, dass das der große Adam wird. Oder natürlich ist es jetzt so männlich. Aber wenn das jetzt der Mensch ist, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir diese Konflikte in uns ja abgearbeitet haben oder durchprozessiert haben. Also ich will damit nur sagen, ein Prozess braucht immer Energie, das meine ich. Ob es jetzt ein Joghurt, eine Joghurtkultur ist oder eine Kristallkeimung oder ob das der Mensch ist, der durch seine Prozesse geht. Ich bin geschlaucht am Abend. Ohne dass ich vielleicht irgendwas getan habe, weil es in mir prozessiert, weil es in mir arbeitet. Also, dass das eine passive Geschichte ist, also mein Körper macht es von sich aus, der Organismus arbeitet an sich. Kannst du mir jetzt folgen oder kannst du Ja, damit was ja. anfangen? Ich würde es gerne erweitern, das Bild. Wenn dein Tun unbefriedigend ist, das heißt, am Ende des Tages kein Frieden entsteht, Abarbeiten. hast du dich an dem, was du tun sollst, abgearbeitet und hast keine Ruhe, keine Erholung und keinen Frieden gestiftet. Das funktioniert gar nicht. Während du hingegen du dich einer Arbeit oder einer Tätigkeit widmest, die friedenstiftend ist, die dich am Ende des Tages an der Betrachtung des Tageswerks, also das Tagewerk kontemplativ ist, indem du es beschaust und dich daran erfreust, kostet es dich keine Energie. Es ist Energiequell. Das, was du geschaffen hast, schaust du dir an und du bekommst rückkoppelnd durch das, was du gemacht hast, einen Ausdruck als Eindruck, der dich wiederum für den nächsten Tag einstimmt und sagt, oh, da mache ich morgen weiter. Ja? Das motivierende Agens ist das, was der Michelangelo mit seinem, wie heißt der Bursche, mit seinem Adam da gemacht hat. Er ist mal gefragt worden, sagen Sie mal, wie hast du den Typen da aus dem Stein rausgehauen? Naja, der war da schon immer drin. Ich habe den nur freigekloppt. Da ging es um die Pietà, Genau, da um geht die es eigentlich, Madonna. da geht es um den Prozess. Wenn dir von vornherein das formgebende Element schon innewohnt, in dir, das heißt, du siehst das Ergebnis da schon. Das Ergebnis heißt, der ist da drin und mein Job ist ausschließlich der, den da zu befreien. Das macht ja nicht Hammer und Meißel, sondern das macht der Geist durch ihn. Der führt ihm Hammer und Meißel. Ja? Man muss sich von der Illusion lösen, irgendein Künstler malt oder irgendein Bildhauer klopft. Nein, auch kein Komponist, nein, das machen die alles nicht. Nein, diese Wesen sind Durchlauferhitzer. Sie sind lebendige Kanäle, die sich öffnen für eine Idee, die in sie hineinströmt,
die dann diesem Ausprägungsprozess eine Form gibt und die am Ende des Tages oder am Ende des Tagewerkes dann das abliefert, was von vornherein inhärent da ist. Genau. Ja? Du Super. kannst, nochmal, du kannst dem weder etwas hinzufügen, noch kannst du etwas wegnehmen. Es ist zu allen Zeiten vollständig und vollkommen. Egal, was du betrachtest. Und in diesem Genau. Prozess des Vollkommenseins ist es deine Aufgabe, dem sozusagen, sobald du eine Idee bekommst, dem den Feinschliff zu geben. Also das heißt, aus einem Rohdiamanten einen Brillanten zu schleifen. Vielleicht können wir das Bild als Metapher benutzen, der auch der Alchemie innewohnt. Die Alchemie ist nichts anderes als sozusagen die Rohfassung in dir, die ungeschliffen ist, aus deinem Kern heraus zu transzendieren und ihm dann durch Bewusstseinsarbeit dem die geistige und damit den goldenen Glanz zu geben. Alchemie ist eine Wandlung des ungeschliffenen Bewusstseinszustand in einen bewussten Zustand zu überführen und dir dann darüber klar zu werden, was du bist aufgrund deiner eigenen Inhärenz. Und wenn du dann, geschliffen bist in deinem Bewusstseinsgold, dann bringst du dich selbst in die Welt und bist der Keim, nicht der Kristall, du bist dann der Keim für die Welt. Das würde ich jetzt gerne aufgreifen, weil was du jetzt gesagt hast, Hannah Arendt sagt ja, dass die Arbeit weiblich ist. Das ist eine Fortsetzung der Natur, quasi dieses ständige, also der Kreislauf und der Stoffwechsel der Natur wird quasi ausgeweitet, indem, was weiß ich, gekocht, geputzt, gewaschen und so weiter gewirkt, also mit Liebe sich um etwas gesorgt wird. Und durchaus natürlich auch etwas in die Welt bringen, aber im Gegensatz zum Produzieren, das ist dann männlich. Also die Herstellung ist etwas Männliches. Aber dieses in diesem Kreislauf sozusagen, da ist ja auch ganz viel Geist auch mit drinnen. Ne? Wir wissen das ja von den Zen-Meistern und so weiter, wenn sie eben den Hof kehren oder sowas. Und in Bezug auf die Malerei kann ich dir versichern, da bin ich der Handwerker, die Handwerkerin, die den Pinsel schwingt, wie du ganz richtig sagst. Das ist Arbeit. Das ist, als würde ich egal ob ich jetzt kochen, putzen, wasche oder halt meinen Pinsel. Ne? Aber was dann dazu kommt, und das ist ja das, wovon du gesprochen hast mit dem Feinschliff, ist das sozusagen, also das Vergoldete hast du es genannt, ne? Wenn dann der Geist in die Materie hineinkommt, also sprich in das, was ich male, kommt der Geist hinein. Und das ist, ob das jetzt in einem Gericht, was eine Frau kocht, oder in einer Landwirtschaft oder wie auch immer, es kommt hinein, es ist eine. Das ist eigentlich das, worüber wir die ganze Sendung lang schon reden. Dass hier eine Brücke gebaut wird, dass diese zwei sich durch die Phasengrenze da, ne, irgendwie in der Ausformung dann treffen. Denn im Grunde genommen ist ja die Kristallisation nichts anderes als die Ausformung. Ja. Genau, aber ich würde mitnichten dann die Arbeit als etwas, das Wort arbeiten würde ich auch nicht, es ist natürlich, es ist kein Zufall, dass das im letzten Jahrhundert missbraucht wurde. Wir wissen alle den Spruch, ne, der da, beim Orakel von Delphi heißt es darüber, erkenne dich selbst. Und in den, ja, satanischen ich will es gar nicht benennen, was da drüber stand, das wissen wir ja, ne, was da für ein Hohn drüber stand. Aber wenn wir das Arbeiten nehmen als ein Tagwerk, ne, als eine Verrichtung, ne? Ein Werk und dann auch ein Œuvre bis hin zur Schöpfung. Dann sind wir eigentlich wieder bei unserem Thema, von der Ansammlung von Atomen hin zur Kristallisation, hin zu, was wäre denn das Höchste? Ist der Kristall das Höchste? Ja, in der Ausformung in der dritten Dimension ist der Kristall das Höchste, weil es lässt sich Aha. ja, deswegen sprechen wir auch von Reinheitsgraden des Kristalls. Ist ein Diamant auch ein Kristall? Ja, natürlich. Und zwar reiner Kohlenstoff Genau. in einer Form der allerhöchsten Ordnung. Ja. Schönheit lässt sich immer definieren als ein Ausbildungs- oder Ausformungsgrad allerhöchster Ordnung. Das hat Symmetriecharakter. Jetzt bist du bei der euklidischen Geometrie. Die hat immer diesen Charakter.
Jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Wenn wir die beiden Dinge jetzt vergleichen, euklidische und fraktale Geometrie, findest du zwei Unterschiede. Die Euklid-Geometrie ist immer gerade. Also, ne? So. Während die Fraktale, Fraktus heißt ja gebrochen, die Fraktalgeometrie ist das Kennzeichen des Lebendigen. In der Eindimensional versus multidimensional, oder? Fraktalgeometrie, Eindimensional. ja, in der Fraktalgeometrie gibt es nur gebrochene Formen, keine linearen. Und in diesem Bruch, deswegen Fraktal, in dem Bruch findest du die Abänderung der Raumkoordinaten. Das heißt, jedem Vektor wohnt auch gleichzeitig ein Impetus inne, wo er dann noch hingehen könnte, wenn der Raum da wäre. Also Dann das sind das eine, auch. Entschuldigung, zweidimensional natürlich nicht eindimensional, das ist die Fläche, ne? Es geht Die nur Fläche ist dreidimensional. immer zweidimensional, das ist wie eine Glasfläche, ne? Und du sprichst davon, in dem Moment, wo es aufgebrochen wird, entsteht ein dritter Raum Richtig. und dann ist das ein dreidimensionaler Körper, der ganz andere Ausstrahlung hat als ein zweidimensionaler, Genau. ne? Und damit bildet sich eine Raumidee oder ein Formungsraum oder ein Formungsgebilde, innerhalb der du dich entfalten kannst, qua deiner inneren Kompetenz. Noch einmal. Die Einzigartigkeit des Kristallisers beruht einschließlich aus einer einzigen Kraft. Du schöpfst den Raum, in dem du dich entfaltest selbst. Auch wenn wir sagen, aus der Betrachtung heraus, es seien äußere Umstände. Ja, aber auch du bist Schöpfer dieser äußeren Umstände höchst selbst. Denn noch einmal, es gibt niemanden, bei dem du dich beschweren kannst, außer bei dem Typen, den du morgens rasierst, den du im Spiegel begegnest. Gegenteil zwischen eindimensional ist Nein. einfältig, Ja. einmal gefaltet, Ja. oder diesem berühmten, was ich nicht kann, aber du weißt schon, dieses Himmel und Hölle, Ja, was man genau. da auffaltet und ganz, da gibt es ja die kompliziertesten Strukturen, die man da schaffen kann. Genau. Und das sind fraktale Gebilde, die sind gebrochen. Und die gebrochene Form ist das Charakteristikum des Lebendigen. Ist niemals linear, ist immer gebrochen. Ja? Und diese gebrochene Form schafft das Ordnungsprinzip, innerhalb der sich Kräfte ausbilden können. Das heißt, der Geist schafft sich selbst den Weg, in dem er sich ausformt. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo die meisten Verstandesebenen aus sich ausklingen. Das geht gar nicht. Ja? Wir sind jetzt in einem Bereich unterwegs, wo du mit reinen Widersprüchen arbeiten musst. Deswegen sage ich an der Stelle, dass kann sich niemand ausdenken. Das könnt ihr nur fühlen. Ja? Diesen Raum des Unbestimmten, in dem nichts determiniert ist, weil die Begrenzung entsteht durch Denken oder die Begrenzung entsteht durch formbildenden Charakter, ja? Ist etwas, was sich hier oben zwischen den Ohren organisiert. Dieses Gerät hier oben hat formbildenden oder gedankenformenden Charakter. Bevor der Gedanke ein Gedanke ist, ist er ein unbestimmtes Etwas. Du machst aus dem unbestimmten Impuls ein formgebendes Etwas. Und damit kristallisiert sich in dir der Raum aus, innerhalb du dem diesem Gedankenraum gibst. Und dann entsteht die Idee. Die Idee ist nichts anderes als die Vorwegnahme eines Ergebnisses. Jemand, der eine Idee hat, hat bereits eine Vorstellung vom Endergebnis. Jemand, eine Idee ist niemals ein Prozess. Eine Idee enthält immer nur das Endergebnis. Es ist wie ein Funke, es ist so Oh, ein ja. plötzlich, ne? Genau. Und in dem Funken ist bereits das Endergebnis determiniert. Es steht schon fest, und zwar kristallklar. Genau, das ist wie von dem zu Ja, dem. Aber der Weg dahin, der Weg vom Funke bis hin zum kristallisierten Endergebnis ist ein sehr, sehr langsamer. Es ja. braucht immens viel Zeit und vor allen Dingen, was ich auch noch spannend fand, ist, dass diese Temperaturabnahme, die muss langsam passieren. Also das kann nicht schnell passieren. Also ich meine jetzt, dass das sich erhitzt, meine ich jetzt. Das Ja. muss langsam passieren, damit es sich auskristallisieren kann. Das heißt also, unser ewiges auf Knopfdruck, instant, ne, sofort auf Befehl, kann nicht funktionieren.
Es braucht definitiv Zeit, ne? Es braucht Geduld und Zeit. Du kannst einen anderen Grundsatz legen. Je feiner sich die Kristalle bilden, umso mehr Zeit ist geronnen. Je einfacher die Struktur des Kristalls ist, umso schneller ist es gegangen. Genau, Ja? wir reden von einem Gitter. Du hast das Gitter schon Ja. verwendet. Hier entsteht durch die Fernordnung entsteht ein Gitter. Das ist ein bisschen vielleicht wie unser Spinnennetz, von dem wir geredet haben, Ja. dass sich da hier eine Gitterstruktur bildet, wo sich dann die Keimbildung prozessiert. Ist das richtig? Andeutet. Ohne sich zu det also ohne sich tatsächlich zu manifestieren. Genau, weil manifestieren tut sich Da erst unten, da unten. wieder unten. Also Manifestation ist immer im Grunde. Aber anders als am Anfang. Der Ausgangspunkt ist ein anderer. Beim Kristallen ist ja der Ausgangspunkt ein anderer als das Ja. Endergebnis. Ja. Genau. Jetzt nehmen wir mal ein neues Blatt Papier, ein weißes bitte. Ja, du hast Vorstellungen. Glaubst du, Ja, ich ich meine, finde du die bist so der weit? Künstler. Ich Ja, bin hier nur ich habe ein bin der weißes gefunden. Ideengeber. So, jetzt mal bitte mal, nehmen wir mal Natriumchlorid, Natriumchlorid, Natriumchlorid. Also NaCl, NaCl, NaCl. So, ja. Und dazwischen brauchen wir eine Brücke zwischen den beiden. Also zwischen Na Ja, und dem Cl macht eine Brücke. so eine. Nein, nein, zwischen dem Na und dem Cl. Ah, eine Brücke, du meinst einen Bindestrich? Ja, genau. Nur, bitte nur einen Strich, genau, nur einen Ja, Strich. okay. So. Aha, okay. Ja. Das ist eine feste Bindung. Das heißt, dieses Kochsalzmolekül ist kristallisiert. Ja? Okay. So, jetzt schreib mal da oben drüber H2O. Wasser. Genau. So. Aha. Der knackt jetzt diese Bindung. Ah, der geht da rein. Genau. Okay. Und spaltet diese kovalente Bindung in eine Na plus und eine Cl minus. Ja? A plus und Cl minus. Okay, Genau. ja. So. Und das geht nur mit der Kraft des Wassers. Jetzt setzen wir mal die Wasserkraft mit der Geisteskraft gleich. Ja, genau. Ja? Die Geisteskraft ist in der Lage, alle morphologisch gebundenen Formen oder ausgeronnene Strukturen zu knacken, Zu sprengen. Das zu ist hier das sprengen. Sprengen der Polarität. Ganz genau. So. Und dann entstehen dann unbestimmte, lose organisierte Natriumionen und lose Chloridionen. Und zwar werden die eingehüllt von Wasser. Das nennt sich dann die Hydrathülle. Wie ein Fruchtwasser. Wie ein Fruchtwasser. Wie hier so in einer Hülle. Genau. Und in dieser Hydrathülle laufen jetzt diese Ionen sozusagen völlig fröhlich frei umher, bis die erste Störung sie zwingt, sich neu auszurichten. Wie bei einem Wasser, was dahin fließt, wo du einen Stein Ganz reingibst. genau. Und dann muss es sich auch drumherum Richtig. organisieren. Das ist die Störung. Und dadurch entsteht ja auch die Sogwirkung und Fluidum und so weiter. Ne? Richtig. So. Das ist der Punkt, den ich vorhin beschrieben habe, wenn der Zwirn in die gesättigte Lösung hineinragt. Die Das ist genau das Störung. Gleiche. Hier entsteht die Idee vom Keim. Noch nicht kristallisiert, sondern nur eine Raumvorstellung von dem, was als Endergebnis stehen wird, nicht Wie die soll. Fruchtblase. Ganz genau. Und das ist der Ausgangspunkt für den Kristall als Keim, als reine Idee. Und diese Störung reicht völlig aus, völlig minimal, ausschließlich in Ruhe gelassen zu werden. Drumherum passieren komische Sachen, die können wir hier gar nicht, die können wir hier nur andeuten, ja, die dann auf Dauer aus dem ersten Keimling den ersten Kristall formen, als formgebender Prozess. Und sobald der erste Kristall da ist, ist eine Grenzfläche da, die sich in Form der Tetraederstruktur, also der Vielflächner, der erste Kristall bildet die Ausgangssubstanz, um an der Grenzfläche zur gesättigten Lösung weitere gesättigte Lösungsmoleküle anzulagern nach dem Plus-Minus-Prinzip. Und Genau. zwar Wasser, stopp, stopp, Wasser verschwindet aus diesem Gebilde.
und setzt Anion mit Kation wieder zusammen, und zwar genau an der Stelle, wo es gelöst worden ist. Wasser verschwindet, H2O verschwindet, und Na plus wandert zu Cl minus. Und zwar je nach Grenzfläche. Und wenn wir das als Bild übertragen, passiert im Geist genau das Gleiche. Der erste Keim entscheidet, wie das Gesamtgebilde aussehen wird. Das steht von vornherein fest durch den Keim. Also durch die Idee. Durch den Formbildungscharakter steht von vornherein das Ergebnis fest. Also wie eine Aufrauung. Im Prinzip ist das, Ja. als würde, solange es das Wasser so fließt, ist kein Widerstand. Nein. Und dementsprechend, das hatten wir übrigens bei Heisenberg, ne? Also dass Heisenberg wie aus den Wellen Teilchen entstehen, indem hier ein Hinder, es prallt an ein Hindernis und das macht dann Teilchen. Das heißt, so wird aus einem Potential eine tatsächlich herauskristallisierte Struktur. Und hier ist es ja ein bisschen wie, als würde das irgendwie, zuerst ist nichts, dann bildet sich ein Gitter oder ein amorphes, ein Gebilde, was irgendwie ein bisschen aufgeraut ist und dadurch bleibt was hängen. Darf ich das in den Alltag hinein transferieren, kurz, Ja, klar. Carsten? Also in der Polarität sind wir, wenn wir immer nur zwischen, was weiß ich, hackeln und entspannen. Also ich gehe in meine Arbeit, ich mache, dann komme ich nach Hause und dann entspanne ich mich. Am nächsten Tag gehe ich wieder arbeiten. Also indem wir uns permanent hier hin und her und das ein permanenter Kreislauf ist, der in sich geschlossen ist. Oder was weiß ich, jedes andere System ist ja völlig wurscht, sind wir hier in einem in sich geschlossenen, inhärenten System, was sich nie aufraut und was auch nie rauskommt. Ne? Und das, was du jetzt beschreibst, ist quasi, wenn wir anfangen, nach der Arbeit vielleicht zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie das Ganze mal in Frage zu stellen, ein Stolperstein, ein Aha, ein wie auch immer. Und dann fängt dadurch an, sich ein Gebilde zu bilden, was erstmal feinstofflich ist, komplett mental erstmal oder gasförmig. Das ist, na, kann ja auch, oder nein, gasförmig nicht. Unbestimmt, es ist unbestimmt. Unbestimmt. Okay. Und dann, indem es weiter prozessiert, Ja. formt es sich zu einem neuen, dritten und du wirst nie mehr hierher Ist zurückkommen. vorbei. Genau. Das passiert zum Beispiel, wenn nachher jemand vor dieser Glotze sitzt und sieht diese beiden Typen da, und dann entsteht durch das, was er hört und sieht, in ihm selbst eine Vorstellung von irgendetwas ohne Form, und er dann qua seines Geistes kann dann aus seinem Zauberkasten die Elemente dann zusammenbringen, die ihm qua seiner eigenen Vorstellung gestatten, eine Vorstellung von dem neuen Bild zu kreieren. Er hat noch keine Vorstellung von dem da vorne. Er weiß nur, es ist jetzt der Anfang von etwas, wo ich noch kein Endergebnis habe. Das heißt, es ist noch keine Idee da. Die Idee formt sich in der Ruhe. Nämlich dann, wenn er nicht dran denkt. Wichtig ist, nicht denken. Das ist die Voraussetzung. Wer nicht, es darf nicht gedacht werden. Ja, weil das Denken wieder zurück, Ja. ich sage dir aber beides, Carsten. Ich mache ja das Webinar im Moment über Fühlen, also über Emotionalkörper und Mentalkörper. Ja. Weil es ist völlig wurscht, ob du jetzt in deine alte Emotion zurückkommst. Oh mein Gott, und was ist jetzt der Fall? Oh nein, oh, und er verlässt mich wieder und die Liebe wird mir entzogen und dann habe ich kein Geld mehr. Du weißt schon, der ganze Schmuffo, der hier auf der emotionalen Seite ist und hier die ganzen Denkstrukturen, worauf du dich jetzt beziehst. Wann immer du dich wieder in das alte Gefilde zurückfallen lässt, verhinderst du diesen dritten, die Ausprägung einer neuen Sphäre, und es verzögert, das heißt, dein Leiden wird verzögert. Und hier wollte ich aber noch sagen, das ist ja eindimensional, das ist dieses einmal gefaltet, einfältig, eindimensional oder zweidimensional, es sind ja nur zwei, aber es ist flach. Und ab dem Moment hier entstehen ja ganz viele Andockstellen. Und hier haben wir dann den Polykristall, also dass hier ganz, ganz viele Brüche, das ist das, was du mit Fraktal gemeint hast, Ja. ne? Dass wir hier ganz, ganz viele Reflexionen haben, die in alle Richtungen gehen, weil das das hat viele, viele Andockstellen und nicht nur diese beiden, wie wir es kennen aus unserer Zweidimensionalität, ne? Es gibt ein weiteres Phänomen. Neues Blatt, bitte. Meister. Ups. Mal nur X und Y-Achse oder X und Y-Achse auf. Also Länge und Breite.
Also du meinst eine Achse. Genau. So. Okay, jetzt mal, Und vom Nullpunkt, also in der Mitte, null. jetzt mal eine Linie nach rechts, Ja. und zwar und einen 45 Grad nach oben. 45 Grad, und das ist 90 Grad. Ah, 45, ach, da in der Mitte. Das Genau, da? Okay, genau. sorry. So. Ja. Und jetzt positionier mal an dieser ersten Schnittpunktstelle einen Punkt. Links. Nee, direkt in die Nachbarschaft des Nullpunktes. Hier irgendwo. Rechts davon. Ah, da. Irgendwo ein Punkt. Hier. Und zwar in So. unmittelbarer Nähe des Schnittpunktes. Ah, okay, also hier. Genau. So. Okay. Jetzt malst du den nächsten daneben. Ja. Und noch einen. Okay. Und das nächste malst du jetzt entlang der 45-Grad-Linie. Genau Ja. das gleiche. Ja. Auch zwei, dreimal. Ja. So. Das ist Das ist das der Phänomen. Faden. Ist Genau. das der Das ist Faden? das Phänomen des Kristallisierens. In der Chemie ist es so, wenn sich Kristalle bilden, baut sich das Gitterlinie für Gitterlinie auf. Ist die erste Ebene gesättigt, kommt dann die nächste Ebene. Das heißt, du gehst dann nach oben, geh mal entlang der X-Achse nach oben. Das ist die X-Achse. Genau. Ja. Ja. Und bau da jetzt mal eine zweite Linie entlang der 45-Grad-Linie auf. Ja. Genau, auch Aha. zurück zum Ursprung. Ja. Und da passiert genau das Gleiche. Ja. Sobald die erste Fläche gesättigt ist, baut sich erst dann die zweite Fläche auf. Und so entsteht aus dem Nichts, also aus der Idee heraus, das formgebende Moment, also der Raum, innerhalb der sich dann der Kristall bildet. So bauen sich alle Kristalle auf. Ist das so, dass das erste am meisten am langsamsten geht und Richtig. wenn das eine mal da ist, dann gibt es ja diese Verdoppelung, dann geht es immer schneller, richtig? Das ist die Matrix. Mhm. Das ist die Blaupause. Wir machen eine neue Matrix hier. Genau. Das ist die Blaupause für das, was dort entstehen soll. Ja. Genau. Das muss uns Ja. immer klar sein. Kristalle oder die Idee des Geistes baut sich immer in der ersten Phase auf. Die erste flächige Phase. Da ist noch kein Raum da, sondern nur zwei Dimensionen. Länge und Breite haben wir da. Und das, was ich dort als Raumgitter oder besser als, nein, was sich dort als Flächengitter organisiert, ist die Matrix, die Blaupause, was sich aus der Fläche dann in den Raum extrapoliert. Genau. Da fällt mir übrigens auf, das Glas gilt ja als perfekte Unordnung und Quarzkristall, also Bergkristall, gilt als perfekte Ordnung. Ja. Und Glas hat ja mit der perfekten Symmetrie auch zu tun. Also so gesehen, ist das eigentlich tot, so gesehen. Das Glas ist tot und der Kristall lebt ja in sich. Wir haben hier noch, es müssen noch zwei Begriffe in unser Gespräch hinein. Druck und Temperatur. Genau. Ja. Druck und Temperatur sind die Paradigmen drumherum als Ausgangsbedingungen oder als Formkräfte, die dann letzten Endes dafür sorgen, dass sich bestimmte Dinge so ausbilden, wie sie sich ausbilden. Das heißt, je tiefer du in den Erdkern hineinbegibst, umso größer sind die Druckkräfte, die dort wirken. Das heißt, die zwingen dann Atome in eine gewisse Gitterstruktur, aus der sich dann Kristalle bilden. Und das mit der höchsten Form ist eben der Diamant. Man nennt das SP3-Verbindung, wo die Verbindung Kohlenstoff zu Kohlenstoff zu Kohlenstoff in der höchsten möglichen Symmetrie angeordnet sind. Ausschließlich durch Druck. Ja. Niemals durch Temperatur, nur durch Druck. Ja? Während Glas hingegen eine Übergangsphase übernehmen muss, und zwar durch Schmelze. Ja? Sobald du Temperatur hinzufügst, ändert sich der Aggregatzustand. Das heißt, von fest, also nehmen wir zum Beispiel Siliziumdioxid, und du schmilzt, also Sand, oder du schmilzt beispielsweise Beryl oder andere Ausgangsmaterialien, aus denen du ein Glas formen willst, dann musst du diesen festen Zustand
in die flüssige Zustandsebene transformieren. Das geht nur durch Feuer und nicht durch Druck. Ja, so. Und in der Phase, in dem flüssigen Aggregatzustand, gibst du dann dieser flüssigen Schmelze, das ist auch spannend, Störungen hinzu in Form von Mineralien und zwingst damit in der Aushärtungsphase, also in der Rekristallisationsphase, gibst du diesem flüssigen Gebilde eine Idee, wie es sich später ausformen soll. Das heißt, die Kunst des Glasmachens besteht damit oder besteht darin, dem Endprodukt durch die Vorwegnahme eines fremden Kristalls eine Richtung zu geben, die dir sagt, welche Form, welche Festigkeit und welche Inhärenz du dann am Endergebnis sehen möchtest. Und Druck und Temperatur sind Ergebnisse, die findest du in der Natur überall. Wenn wir das auf den Geist ausbilden, also den menschlichen Geist zum Beispiel, der ist also jetzt gezwungen, sich entweder formlos, also amorph, auf etwas Unbestimmtes hinzubewegen oder sich selbst bereits einen formbildenden Charakter zu geben, indem er einer fremden Information oder etwas Neuem Eingang lässt. Dich nehme ich jetzt auf als neuen Impuls. Das heißt, ich schaffe den Raum für eine für eine Infektion, der Keim, ja, in dem Bewusstsein, dass dieser Keim mir etwas ausbildet, was es vorher noch nicht gab. Und an der Grenzfläche sind wir jetzt gerade. Jeder darf sich jetzt aussuchen, welchen Keim er jetzt in sich selbst bildet, um die Ausformung, die dem auf dem Fuße folgen wird, jetzt schon eine Idee zu geben, wo er hin will. Vielleicht kann man das als Metapher zum Schluss geben. Jeder, der will, also wer das verlassen will, was er jetzt gerade vorfindet, der den Status quo verlassen möchte, aber noch keine Ahnung hat, wie es dann am Ende aussehen soll, der möge sich Gedanken machen, also er möge Ideen sammeln, er möge sich offen halten für Gedankenblitze und möge dem Blitz dem Vorzug geben, der ihm am Ende das Ergebnis beschert als kontemplatives Bild. Wo er denn hingehen kann, wo er denn hingehen möchte. Das ist so spannend, was du gerade erzählt hast über das Glas, weil das Glas gilt als amorph, weil es keine innere Fernordnung hat. Also, genau, und dementsprechend ist auch Glas für uns kein, daran können wir uns nicht orientieren, sondern für uns ist es eben, der Kristall ist eben nicht amorph, sondern wie du sagst, er hat das schon in sich, ne? Das heißt übrigens im Griechischen Eis, gell? Kristall heißt Eis. Die Griechen hatten die Edelsteine für Glas gehalten, also weil die so gläsern ausschauen. Also und haben es als Eis benannt. Aber es ist tatsächlich vielschichtig und nicht eindimensional. Und das Glas ist keine, also ich denke mal, man kann sagen, Glas ist eine reine Spiegelung von dem, der sich in den Spiegel schaut. Das wäre wie Glas, richtig? Deswegen ist es durchsichtig. Genau, die Spiegelung. Und sobald das ins Spiel kommt, das ist bei Glas, also Gläsern, ist es nicht vorhanden, weil das ist diese Fernwirkung, von der du gesprochen hast. Und nur so, und das ist ja auch das, wo du sprichst, dass man sich ausrichtet, ne? Dass das etwas Größeres ist. Glas wäre ja nur eine Spiegelung von dem, was bereits vorhanden ist. Also Genau. mehr vom Gleichen. Und das hier aber Kristallisation ist, dass es sich verändert. In seiner Konstanz, auch in dem, was da geistig drin enthalten ist, ne? Was seit eh und je darauf wartet, geweckt zu werden. Ja. Ja, ich glaube, das ist der Scheidepunkt, an dem wir uns jetzt gerade bewegen. Wir Ja. sind am Kristallisationspunkt. Und wenn wir das kristallisieren, heißt klar machen, sich klar werden, etwas klären, etwas herausstellen. Das ist der Kristallisationspunkt, genau. Ja. Und der ist abhängig von Druck und Zeit. Oder von Temperatur und Zeit. Deswegen brauchen wir auch den Druck und wir brauchen die Störung. Deswegen brauchen wir das. Störung ist nicht immer negativ. Störung heißt immer nur, es ist ein System oder es ist ein Ereignis, was dich zwingt, dich neu und anders zu orientieren. Das ist die Definition von Störung. Genau. Das fand ich auch noch ganz spannend. Die Keimbildung nennt man ja auch Nukleation Ja. und bildet sich an einer Keimstelle, ne, dieser Nukleationskeim. Und
Das, dann haben wir Phasenübergänge. Und das ist ja, worum es mir jetzt so wichtig war, diese Sendung zu machen, Carsten, weil die wenigsten, wir sind nicht gewohnt, in Übergängen oder in Prozessen zu denken, sondern wir denken immer, etwas ist so, das ist so typisch für die Polarisation, ne? Für die Polar. Entweder es ist oder es ist nicht. Entweder es ist gut oder es ist schlecht. Es ist richtig oder falsch. Immer dieses ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß. Und wir haben keinen Sinn für diese Phasenübergänge, ne? Ich kenne Und den. die hast du ja am Anfang schön beschrieben, von der Kondensation zum Dampf, wie das Gefrieren, die Kristallisation, wie eben diese gesättigte Lösung, die übersättigte Lösung hineingreift, damit überhaupt da etwas ja, sich entwickeln kann. Ne? Und ja. Das geht nur über das Wissen der Aggregatzustände. Genau. Kristalle haben eine höhere Dichte als ihre amorphen Gegenstücke. Okay. Das heißt das Gleiche, dass ein Endergebnis immer eine niedrige Energie aufwendet oder enthält als die Ausgangsprodukte. Also zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, Enthalpie. Ja? Darauf strebt ein System immerhin in der Physik, niemals in der Biologie. Nochmal, das müssen wir am Ende nochmal klar machen. Was wir versuchen zu verbinden, ist die Gesetzmäßigkeit der Physik, Chemie und die Gesetze der Metaphysik, ja, die ich mal in den sieben hermetischen Gesetzen zusammenfassen möchte. Die gelten nämlich nicht im Rahmen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Was wir jetzt versucht haben in diesen 90 Minuten, war ein Ritt durch die Welt der Übergänge. Genau, das ist es. Dass wir mal den Übergang feiern und Genau. uns darin anfangen, Ja. wohlzufühlen im Übergang. Aber jeder ist genötigt, gezwungen, sich zu entscheiden, wo will er hin? Denn die Richtung kann niemand vorgeben. Die kann nur aus mir selbst heraus bestimmt werden. Vom Unbestimmten in das Neue Bestimmte. Aber es muss dann die eigene Bestimmung sein und nicht mehr die mir aufgenötigt wird. Genau, und es geht um raus aus dem Entweder oder, aus den zwei Polaritäten hin zu da wird ein dritter Raum geöffnet. Ja. Und dieser dritte Raum kann nicht zurück in die alten Räume. Das geht nicht. Das heißt, der dritte Raum ist einer, der uns noch fremd ist, von dem wir vielleicht eine Ahnung haben, dem gegenüber wir uns öffnen können, wo wir den Mut haben können, diese alten Sicherheiten zu verlassen. Da wären wir wieder bei der Eisscholle, wo wir irgendwie einen Fuß draufsetzen können und darauf vertrauen können, dass wir von dort hin zu neuem Land, das ist Neuland, wo wir uns hinbewegen. Ne? Das ist terra incognita. Und Genau. das geht eben nicht mit Arbeit, das geht nur durch Hingabe, indem ich mich einem Prozess hingebe, den ich bereits in mir abbilde. Nochmal, ist eine Arbeit mühselig, wird sie nicht gelingen. Ist eine Arbeit leicht und unbeschwert, wird sie immer gelingen. Weil ich mich am Ende am Tagewerk so erfreue, dass ich mich an dem Anblick durch die Kontemplation bereits auf das morgige Tagewerk konzentriere. Da mache ich morgen weiter. Ich glaube, das können wir so als Schlusswort für den morgigen Tag. Ja, gerne, wunderbar. Und ich darf noch vielleicht sagen, dass die Kristalle nicht von ungefähr funkeln und glitzern, so wie Eiswürfeln oder Diamanten. Und das ist vielleicht auch das, was du gemeint hast mit dieser Sogwirkung, ne? Dass wir Ja. angezogen werden, dass wir spüren, hier ist was Größeres, etwas Besseres, etwas Ja. Jenseits. Es gibt ein Datum, haben wir vergessen zu erwähnen. Das ist der 21. Denn das ist der Kristallisationspunkt, wo wir aus dem tiefsten Dunkel noch unentschlossen, noch unbedarft, noch uns jetzt entscheiden können, wie soll denn der nächste Tag aussehen? Und da gibt es die rauen Nächte. Ja, und die rauen Nächte bieten sich an als kontemplative Schau. Als Rückschau auf das, von wo komme ich gerade, was möchte ich gerne in diesem Jahr abschließen? Welche Bilder möchte ich beenden? Welche Bilder möchte ich begraben? Welche Vorstellungen möchte ich hinter mir lassen, um dann aus diesem vorgestellten Etwas einen neuen raumschöpfenden Prozess zu kreieren, der mir dann innerhalb der rauen Nächte, die ja bis zum 6. Januar, Jänner heißt es bei euch, 6. Jänner, Gelegenheit gibt,
einen neuen raumgebenden Prozess zu organisieren, der ausschließlich aus mir selbst heraus entsteht. Genau. Und das Rauen passt sehr, sehr gut zu dem, was ich auch mit dem Ja. Aufgerauten, das ist dein Faden, der aufgeraute Faden, an dem Ganz sich genau. etwas absetzen kann. Dafür braucht es eine Aufrauung, ja? Dass wir raus aus diesen glatten, gläsernen, glatten Oberflächen kommen, an dem nichts anhaftet und aus dem heraus sich aber auch kein Leben entwickeln kann. Carsten, das war mir ein ungeheures Fest. Ich habe mir das gewünscht, dass wir darüber, und ich wusste schon, warum ich dich bitte, mit mir etwas über Kristallisationsprozess zu machen, weil ich wusste, du, das wird sicherlich mordsmäßig, ja, erleuchtend im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wunderbar, Carsten. Das war der Brückenschlag zur Chemie, zur Philosophie und damit dann auch in die Metaphysik. Ja, weil ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht erschöpft jetzt sagen, endlich ist das vorbei, aber letzten Endes wird die Nacht die Frucht bringen. In der Nacht gestaltet sich das etwas, das neue Unbestimmte. Und wir setzen nachher mal den Link zu dieser rauen Nacht. Da gibt es ein kleines Seminar bei uns noch zum Jahresabschluss mit der Christina. Also alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, die mögen da mal draufklicken und dann bekommen sie eine Idee, was das heißt, alte Bilder zu verabschieden und zu begraben, um daraus den neuen formbildenden Raum zu schöpfen, nicht zu erarbeiten, sondern zu schöpfen. Wunderbar, gib mir den Link, ich setze ihn drunter und ich darf auch noch sagen, weil bei mir gab es eine Änderung. Ich hätte mit Peter gestern, Freiherr von Lichtenstein, gestern eine Sendung gehabt, der war krank. Das wird am 16. wiederholt, das ist eh schon bald in 3 Tagen. Da geht es um diese drei Begriffe des Vergangenen, des Gegenwärtigen, des Zukünftigen aus den Veden heraus. Ja. Das ewig Werdende, darüber werden wir reden. Und am 29. ist ja der Michael in Salzburg zum Vortrag und da werde ich auch sein. Die Diana und die Barbara werden, also die Triade, wir werden alle drei dort sein. Wir haben nämlich den Termin mit dem Webinar verschoben, damit ich dahin kann. Das heißt also, da freue ich mich sehr, falls die einen oder anderen aus dem Salzburger Raum mich dort treffen möchten, beziehungsweise natürlich den Michael lauschen. So, aber du gibst mir den Link, das werde ich teilen. Über die Rauhnächte, wunderbar, das passt doch Passt hervorragend wunderbar. zu Genau. unserer Kristallisation, gell? Wunderbar. Geist auf Kristall. Genau, In diesem wunderbar. Sinne, In diesem gehabt Sinne euch wünsche ich wohl dir. und bis im nächsten Jahr in einem dieser Theater. Gut, okay.